Guten Morgen. Ihr habt es in Titel schon gelesen, wir fliegen nach New York. Ich werde 2 Stunden nach Frankfurt fahren. Dort wartet auch schon Ozan auf mich. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Ich bin einfach allein im Zug und das ist mega gruselig. 4.27 Uhr. Zeit für den Knoppers. Manche von euch fragen sich bestimmt, warum fliegen wir wieder nach New York? Das haben wir doch schon mal gemacht. Naja, weil New York geil ist. Wir wollen viele Foodtouren drehen und ich werde euch erneut ein bisschen die Stadt zeigen. Jetzt, wo das Video auch online kommt, ist ja Weihnachten. Wir feiern kein Weihnachten, aber das ist ja irgendwie der Wunsch jedes Menschen, Weihnachten in New York zu verbringen. Schnee, ein bisschen Kakao, der große Tannenbaum. Mal gucken, ob ich es auch geschafft habe, so einen Tannenbaum zu machen. Mal gucken, wo der Dickmann ist. Oh, da ist er ja. Hast du gesagt, du Wichser? Ja, siehst du dann, wenn das Video online ist. Digga, ich bin seit 7 Stunden an diesem scheiß Flughafen. Ich habe versucht zu schlafen. Ich wurde 4-mal von einem Obdachlosen geweckt. Was meint er? Ja, ich hatte so eine Frisslimo da und er meinte 4-mal, ob er die haben kann. Naja, Elefant. Hey, kleine Jottos, sie liebten sich so sehr. Einer war noch da. Du bist ein kleiner Bär. Hier, Petzack. In meine Bauchnabel. What the fuck, Digga, keine Ahnung. Ist das diese Werbung von Giotto? Bier, die so schön prickelt in meinen Bauchnabel. Okay, wo checken wir ein? Wir haben gerade ein bisschen Angst. Als wir unser Essen angemeldet haben, ist uns gerade aufgefallen, dass wir 120 Euro bezahlt haben. Und damals war das nicht so. Es kann auch sein, dass es eine Scam-Seite war. Ja, eine Woche Frankfurt ist auch gut. Eine schöne Frankfurt-Tour. Also ich habe die Bestätigung von David bekommen. Ich habe Esther, ist mir scheißegal. Ein seriöser Mann. David, ein Mann mit Ehre, ein Mann mit Stolz. Guck ihn dir an. Hey, wir haben es geschafft. New York, it's a merry town. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Beim ersten Mal wurde ich noch nackt ausgezogen. Ich möchte nicht noch einmal nackt ausgezogen werden. Ich bin diesmal dran, Bruder. Ja, du gehst als erstes vor. Ein schöner großer Mann war das. Ich frage dann auch, was ich auch ausziehen kann. Ab in die Rutsche. Hast du jemals Dusch, Mann? Das hast du jetzt gesagt. Jungs, alles gut? Wie geht's? Ist die Rutsche da? Das ist dort hinten. Das hier? Ja, das ist die Hamstertrommel. Das ist die Hamstertrommel? Ja. Wirklich? Die kann sich drehen. Laber doch kein. So und so? Ja, siehst du? Wir sind 28 Minuten. Andere haben Kinder in unserem Alter. Es wird ein Krachen. Wallah, will ich mehr bestecken. Digga, Wallah, will ich mehr bestecken. Ey, da ist einfach Peter Griffin. Auf jeden Fall habe ich eine kleine Überraschung für euch. Wir arbeiten im Hintergrund an einem neuen Eistee. Er hat den Namen erfunden. Wenn der Eistee rauskommt, dann habt ihr mit der Kopf. Großer Mädchen hat den Namen erfunden, Digga. Die Props will ich haben. Und ihr könnt erraten, welchen Namen ich erfunden habe. Naja, er wird Geschichte schreiben. Naja, ist ein gutes Konzept. Jetzt bist du auch im Video. Echt jetzt? Ich wünsche euch allen gute Reise. Wir machen Urlaub in New York. Gucken wir mal. Ja, wie ist das so in der Business-Klasse, Freunde? Erzähl mal, Jungs. Schöne reiche Amerikaner. Aber alles gut. Der neue Name vom Eistee wird wieder die Mios reinholen. Ja. Also 9 Stunden werden wir jetzt in der Mitte sitzen. 2 übergewichtigsten im ganzen Flugzeug. Ey, red bitte nur von dir, okay? Ich will das alles nicht mehr. Ich bin seit 28 Stunden unterwegs. Ich kann nicht mehr. 9 Stunden werden wir hier verbringen. Good morning. Hallo, Weihnachtsmann. Ich hab Bauchschmerz. Ich werde den pazifischen Ozean gleich verkacken. Der böse Amerikaner. Er ist Tucker. Boah, weißt du das? Ich weiß nicht, dein Schnurrbart erinnert mich an deinen Tucker. Ich kack gleich den ganzen Pazifik vor. Stell dir vor, du kackst wirklich den Pazifik vor, das kommt in die Nachrichten. Und ich spekuliere so, welche Art von Wahl hat die hingekackt? Ich will das alles nicht mehr, bitte. Ich möchte doch nur landen. Auf jeden Fall bin ich gerade eingeschlafen, wieder aufgewacht, weil ich Essen gerochen habe. Ich möchte einfach in Ruhe sterben. Ich habe nur noch Magenschmerzen. Heute gibt's Gnocchis, Digga. Gnocchi. Dann wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. Boah, also ich verteile sehr selten 10 von 10, aber das ist eine 10 von 10. Oh, Gruß an Laso. Ah, ich wollte Laso mitkommen, da aber schon mal in Irak war und Amerika das nicht mag, ist ja nicht dabei. Dreht ja nicht nur Scheiße. Nimmst du die Leute mit beim Scheißen? Er sieht aus wie Flanders von Simpsons. Wir haben wieder was ins Rollen gebracht, hast du gesehen? Oh, wir nähern uns dem Feind. Ah, die Gulagu. Ah, die Gulagu. Nicht. Also Leute, diesmal hatte ich wirklich Glück. Ich bin einfach durchgekommen, aber dieser Mann. Und wie war's? Ich will das nie wieder erleben, John. Alles gut, da muss jeder einmal durch. Jeder mit einem türkischen Namen. Mein Arsch tut weh. Ozan wurde nicht nur gerade auseinandergenommen in der Kabine und nackig gemacht. Sogar sein Koffer ist kaputt gegangen. Das ist ein wunderschöner Tag heute. Hey, du siehst aus wie ein Pizzalieferant. Alter, wir sind einfach wieder in New York. Ich fass es nicht, Bruder. Ich bin in New York. Country, baby. Warte mal kurz, wo ist denn der Schnee? Uns kommt gleich Tommy abholen, wir haben ihn richtig vermisst, Bruder. Ich freue mich einfach auf sein Gesicht. What up, Tommy? Bro, das ist er doch.
Tobi, Hushi, Tobi. Tobi, 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 wir sind wieder weit! Wir sind wieder weit! Ja! Guck mal, was ich geholt an Deutschland. What up, Tami? Say what up, Tami? Everything's good, man. Alhamdulillah. Geil, Alhamdulillah, Wallah, krass. Ey, wisst ihr, was das geil ist? Wir werden nicht in einem Hotel schlafen. Wir bleiben bei Tommy, Bruder, in Brooklyn. Ach du Heiliger, Alter, ich freue mich. Do you eat something today? I'm waiting for you guys. Let's go to the hood, man. Let's eat some ghetto food today. Yeah, man. Junge, Tommy, ich verstehe aber nicht, warum es hier nicht schneit. Ich bin hier wegen Schnee hingekommen. So, the past 5 years, you know, global warming. Yeah. Ever since that, like, it doesn't snow in Christmas time as much as before. Ja, das war's dann mit dem Thumbnail. Also wenn du Schnee willst, dann geh nach Kolumbien. Ich hab den jetzt erst gecheckt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir landen, wir gehen essen, wir nehmen auf und jetzt gehen wir zum nächsten NBA-Spiel, Bruder. Gebt euch mal die Schlangen. Schöne, schöne amerikanische Basketballfans. Ich habe einfach meinen Golden State-Trikot zu Hause vergessen in Deutschland, Mann. Imagine, du fliegst von Deutschland nach Amerika, willst einmal Steph Curry live spielen sein, er ist verletzt. Amerika, Amerika. Ich bin Dünner. Ich hab was für dich mitgebracht. Was denn? Ein Fernglas. Da unsere Plätze ganz weit weg sind, habe ich dir was mitgebracht. Endlich. Auf geht's in den 10. Stock. Diese Treppe geht bis in die Ewigkeit und noch viel weiter. Boom, Bruder, wir sind da. Ey, guck mal, das ist Kevin Durant. Siehst du? Er trifft einfach jeden Ball, Mutter. Auf jeden Fall schauen wir jetzt Multimillionäre mein Basketballspiel zu. Ein schöner, schöner Jude. Was geht? Okay, die Spieler kommen rein. Baby. Im nächsten Leben will ich ein NBA-Spieler sein. Ich hab getippt, dass Golden State das erste Viertel gewinnt. 30 Punkte Abstand. Auf jeden Fall hat Brooklyn demoliert, in der vierten Halbzeit einfach eingeschlafen. Der Jetlag hat reingekickt. Wir müssen erstmal wieder Geld wechseln. Selbst das sieht cool aus, Bruder. Nachdem du dein Geld gewechselt hast, beim Ausgang gibt es einfach einen Spielautomat, wo du Lottoscheine ausdrucken kannst und rubbeln kannst. Und ich und Osa haben uns gerade dieses Szenario ausgemalt im Kopf, wenn wir jetzt einfach mal einen Zehner reintun würden und eine Million gewinnen, was wir damit machen würden. Und dieses Video dient als soziales Experiment, damit ich euch zeigen kann, dass ihr niemals gewinnen könnt, okay? Check your ticket. How can we check it? Aha. Sorry, not a winner. Das war's dann mit der Million. Haltet euch fern vom Glücksspiel, meine Damen und Herren. Ja, das war die Message dieses Videos. Angekommen bei Faders. Ich werde jetzt meine Haare schneiden lassen. In der Hood. Hier sehen Sie John Broke bei einem Friseur in Amerika. Am schlimmsten Ghetto von Brooklyn. Und wie sieht's aus? Ich sag mal so weit für dich. It's best Barber in Brooklyn. Hat jemand eine Tomate bestellt? Nee. Zeig mal kurz. Ich sag euch genau, was passiert ist. Ich wollte meinen Bart eigentlich nicht so tief haben. Das ist jetzt eh nachwachsen, ist nicht so schlimm. Aber aus Angst habe ich ihm sogar noch 10 Euro Trinkgeld draufgegeben. 10 Dollar. Aber ich kann jetzt sagen, dass ich in Brooklyn meine Haare geschnitten habe. Hey, what up, Tommy? What's good, guys? Bruder, er hat deine Haare richtig verkackt, Mann. Wirklich? Ja, er hat dir eine Glatze gemacht. Es hat angefangen zu schneien. Endlich, auf zum Weihnachtsbaum. Passend zu Weihnachten. Wegen dem Schnee sind wir in New York. Schneeflöckchen, hoch das Röckchen. Hey, das wollte ich singen. Regie, an der Stelle bitte einmal ein Weihnachtsbeat im Hintergrund ablaufen lassen. Ab jetzt. In der Weihnachtsbäckerei leg ich dir eine fette Leib. Everybody yes. Come to the store. Ey, das ist doch einfach ein Sexshop. Sollen wir reingehen? Yeah, we got outfits, you know, we wanna... No, it's just on the head. Egal wo ich bin, ich hab immer Probleme mit meinem Kopf, ey. Also willst du mir sagen, du hast bei einem Sexshop eine Weihnachtsmütze geholt? Ja. Hier, meine Damen und Herren, ist ein schöner Jude. Diese Mützen kosten 5000 Dollar. Tommy hat uns gerade erzählt, dass damals Leute ein Business daraus gemacht haben, die Juden abzuziehen. Ich hab gerade meine Weihnachtsmütze mit der von der Katze getauscht. Jetzt sehe ich viel besser aus. Schaut euch das an. Sonst würde ich Pfeife rauchen. Auf jeden Fall ist heute Weihnachten. Deswegen erwarte ich ein bisschen Weihnachtsstimmung. I wish you a happy Christmas. I wish you a happy Christmas. I wish you a happy Christmas and a happy new year. Ab zum Times Square. Ich möchte echt den Tannenbaum sehen. Es ist offiziell der kälteste Tag meines Lebens. Wir sind auf der Suche nach Weihnachtsstimmung. Wir gucken mal, wo hier irgendwelche Wände John, was ist los? Er ist eingefroren. Eine Träne. John, wir müssen weiter! Er weint einfach! Boah, es ist so kalt! Es ist minus 11 Grad! Ab zum Weihnachtsbaum! Wir sind extra nach New York geflogen, um diese Weihnachtsshow mitzukriegen. Wir haben es geschafft. Wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, gebt diesem Video einen Daumen hoch und vergiss nicht, den Kanal zu ab. Frozen! John! John, komm runter!
Hey. Abonniert den Kanal und gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Please, huh?